Ja, Skaden und willkommen zum zweiten Flash Game, das ich let's playen werde an diesem schönen Tag, um mich abzulenken, dass meine Schwester jetzt weg ist. Naja, egal. Das zweite Flash Game heißt Today I Die. Und ja, was hat Camtasia mit meiner Maus gemacht in der letzten, bei I Wish You Were the Moon eigentlich, nicht in der letzten Folge. Ja, auf jeden Fall Today I Die, auch ein Spiel von Daniel Ben-Mergui. Ich werde den Namen nie lernen. Ja, der Link ist wieder in der Beschreibung. Und ja, auf geht's. Klicke zum Starten. Bam. Ich hoffe, man hört die Musik auch. Ja. Ein Anfangsgedicht. Tote Welt voller Schatten. Heute sterbe ich. Tja, wir sind wohl in irgendeinem Meer. Versinken gerade. Sterben, so wie es aussieht. Hier sind irgendwelche dummen Piranhas, die böse sind. Böse sind immer dumm. Ja, wir nehmen hier eine Qualle und wollen das Wort Scheine erstehen lassen, aber die Piranhas verfolgen uns damit. So. Er verfolgen uns. Und jetzt, ja, ersetzen wir Scheine durch Sterbe. Sterbe durch Scheine, so rum. So, nun scheinen wir, alle Quallen scheinen auch. So, weg, ihr dummen Piranhas, ja. Yeah. Bam. So. Jetzt können wir entweder dunkle. Tote durch dunkle oder schmerzvolle Welt setzen. So. Nehmen wir zuerst dunkle. Da war schon wieder ein paar Renner. Egal. So, jetzt müssen wir erstmal diese Wolken hier wegmachen. Ich hoffe, man hört mich auch über die Musik. Aber ich denke schon. Da müssen wir dieses Ding hier aus. Nein. Graben. Müssen erstmal hier Schwimme durch Scheine ersetzen. Dann gleich wieder Scheine durch Schwimme. Da wir Scheine zuerst brauchen. Zuerst so. Und schmerzvolle wird durch dunkle wird durch schmerzvolle ersetzt, ich nenne sie. So, diese schwarzen Meerjungfrauen oder so müssen erstmal weg, damit wir uns 5 Blasen machen können. An der Zahl. Denn ihr werdet gleich sehen, warum. Diese Blasen leuchten und schützen uns dadurch vor der Dunkelheit. Und jetzt machen wir Schwimmen, juhu. So, dadurch die Blasen beschützen uns und wir können das Wort freie formen. Wir setzen es durch schmerzvolle. Die sehen gar nicht mehr so böse aus. Guckt doch mal eure. Guckt euch mal ihre Augen an. Naja, wie gesagt, das Spiel habe ich von. Ups, was hat. So. Vergrößern. Das Spiel habe ich von Tapamaru. Das hat er gestern let's played. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich ganz schön. Er hat es als Let's Play, also er hat den Titel Let's Play gesagt, aber er hat nicht kommentiert. Was ich auch eigentlich gut finde, weil ich weiß nicht, mit der Stimme macht man eigentlich die ganze Atmosphäre kaputt. Das muss man ohne Stimme spielen. Ja, ich wollte euch das halt nur zeigen, deswegen habe ich auch jetzt. Deswegen komme ich hier jetzt auch. Deswegen habe ich auch Let's Play geschrieben. So, voller Schatten. Nächstes, voller Schönheit. So. Wir ersetzen das hier durch. Wir nehmen uns diese Blasen hier. Und warum ist die Musik aus? Toll, das habt ihr den schönen Part verpasst. Egal. Hier gibt es zwei Endings. Wir können uns entweder bleiben oder mit ihm schwimmen. Wir schwimmen natürlich mit ihm. Und schade, dass jetzt keine Musik kommt. Ich habe zu lange gelabert. Egal. So, aus dem Anfangsgedicht. Tote Welt voller Schatten, heute sterbe ich, wird freie Welt voller Schönheit, heute schwimme ich. Und dann kommt hier entweder, wie man sich entscheidet, ob man mit ihm schwimmt oder ohne ihn, bis du zu mir gelangst oder besser für mich alleine. Ja, das finde ich einfach schönes Spiel, ich weiß nicht. Ich werde nochmal den Beat dahinter verlinken, sozusagen. Ne, verlinkt nicht, ich meine, hinter das Video packen. Auf jeden Fall dieses letzte da mit diesem Klavier und dem Schlagzeug. Und ja, das war's mit dem zweiten Flash Game. Bis dann. Bam.